Freunde, mit meinem Bier in der Hand. Willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Wir befinden uns hier vor den Toren der Olympiastadion in Berlin. Wir gucken uns das Spiel Berlin gegen Holstein Kiel an. Das ist mein First Try hier in Berlin. Und direkt auf Berlin erstmal Berlin-Kittel oder wie das auch heißt. Schmackhaft. Das ist krank krass. Alter. Was ist das für ein Stadion? Vegetarier bin, muss ich mir eine vegetarische Bratwurst. Oh, ich habe jetzt hier meine vegane Bratwurst. Auch mal geil, muss ich mal ausprobieren direkt. Oh, gib ihm. Das ist super. Ich sehe mal, dass die ganzen Berliner YouTuber in ihren Videos so saftig beißen. Da muss ich auch mal ein bisschen Berliner sein. Die haben hier echt alles. Gummibären, Drinks, Hakiki-Döner. Einfach Döner. Einfach Döner, Digga. Die haben, also Berlin ist anders, ne? Also wirklich auch brachiales Stadion. Dann der Crab, das sieht doch saftig aus. Noch so ein saftiger Crab vorm Stadion. Mmh, Nutella. So, oh, mal saftig in die Nutella hier. Boah. Ah, lecker. Direkt noch ein bisschen. Boah. Zu gut. 10 von 10. Lina spielt dicker. Ist ja langweilig, wenn du deine zweite Bier trinkst. Und wo trinken wir einen zweiten? Auf euch. Auf euch da draußen. Wunderschön, Berlin. Ich liebe es hier. Das macht so Spaß hier. Wir sind in Berlin, Bruder. Wir sind in Lidl. Fanta Spreit. Wir laufen jetzt rein in das Olympiastadion. Uiuiuiui, mein first try hier drin. Oh mein Gott, ist das krass, Bruder. Die Holstein Kieler direkt hier. Oh mein Gott, absolut krass. Absolut. Da sind die Berliner. Und da ist die Berliner Ostkurve. Junge, ist das ein brachiales Stadion. Euch mal an, wo ich sitze. Reihe 8. Einfach Eckfahne, genau vor mein Gesicht. Also das ist wow. Was passiert hier? Was passiert hier? Schaut euch das mal an, wie nah wir sind. Dort haben wir direkt unmittelbar das Berliner Team. Und da die Kieler. Das wird hoffentlich ein geiles Spiel. Holstein Kieler fangen direkt an mit der Choreo. Ist das krass. Unmittelbar in der Nähe. Oh mein Gott. Mein Gott, ist das krass. Thank you.
Schaut euch mal an, wie nah die Spieler sind. Das ist so krass zum Zuschauen. Unglaublich. Trainerbank-Spieler, die sitzen so unmittelbar vor uns. Und dann die Berliner und hinter uns einfach die Kieler. Also 10 von 10 Stimmung hier. Wirklich, das ist ein unglaubliches Spiel. 28 Minuten. Schaut euch mal bitte die Kieler an. Die sind so wach. Auf der anderen Seite die Berliner. Das ist brachial. Berlin. Ein Zuschauer hatte von mir geschrieben, Bruder, warum trinkst du immer Radler? Heute habe ich mal 3 Berliner getrunken, aber Bruder, für dich, es geht weiter. Wie viel Bier ich bis Ende des Spiels schaffe, bin schon auf 3. So 3 pro Halbzeit, auf 6 will ich hoch, aber 7 wäre schon brachial. Oh, Ball. Oh, das war knapp. Stark von Hertha, aber Eckball für Holstein Kiel. Ich habe das Gefühl, wenn ich ihn anschreien würde, würde ich... Oh, er hat nichts gezeigt. Mal gucken, was dieses X bedeutet. Die stellen sich schon bogengefähr auf. Oh, an der Fünferlinie. Mal gucken, ob der Ball auch dahin kommt. Ja, doch nicht so geklappt, diese X. Oh, guter Ball in die Mitte, aber da steht keiner. Also die Holsteiner machen hier echt viele Bälle in die Mitte, aber da steht wirklich absolut niemand. Ich frage mich, was die da vorhaben. Die Spieler wärmen sich unmittelbar vor uns auf, aber Nader ist leider heute nicht dabei. Wieder eine Einwurfmöglichkeit. Holstein macht das öfters, aber irgendwie kommt daraus nicht. Aber die Position ist da. 1-1. Oh, sehr schön. Ball in die Mitte. Ui. Ecke. Alter, wie nah sind die bitte? Schaut euch das mal an. Wenn ich den anschreien würde, würde er seine Ohren platzen. Und schon wieder zeigt er diese X. Jedes Mal stellen. Oh, die Berliner ganz, ganz laut. Er wird wieder kurze Pfosten schießen. Das hat er eben schon gemacht, aber hat auch nicht funktioniert. Er muss sich eine neue Eckballtaktik einfallen lassen. Jetzt kommen die Berliner mit einem Konter. Aber, oh, schade. Holstein Kiel mit dem Schuss. Aber Bruder, was ist das für ein Schuss? Also bitte, den kannst du besser. Als Kapitän kriegst du den safe besser hin. Berliner mit einer Schallchoreo. Das sieht so gut aus. Also wirklich unglaublich, die Auskunft von Berlin. Die sind hier auch gerade wirklich wach. Weil es natürlich auch 1-0 steht, aber wirklich super, super Stimmung. Was die hier machen, das sieht so schön aus zum Zuschauen. Unglaublich. Holstein Kiel kommt wieder an. Schöner Pass in die Mitte. Oh, da ist Emil Barkok. Wirklich unglaublicher Transfer. Junge, die Buhn und die feuern an. Unglaublich.
Komm, mach eine schöne Ecke. Diesmal hat er nicht sein Links gezeigt. Ball ist in der Mitte. Ui, Torwart von Hertha hat den Ball. 1-0 gegen Pauli. What? Ball in die Mitte. Mein Bier Nummer 4. Let's go! Bitte schaut mal, wie hoch das ist und wir sitzen auch vorne. Das ist so krass. Zweite Halbzeit hat begonnen. Und wirklich zweite Halbzeit. Ich erwarte auf jeden Fall einiges. Also wirklich unglaublich. Dieses Spiel braucht keine Halbzeitprognose. Das ist einfach krass genug, sage ich euch ehrlich. So, Berlin jetzt mit der Ecke, Dicker. Oh mein Gott, das ist krass. Sexy dieser Sound. Freistoßposition. Gute Möglichkeit. Latte! Seine Uhr hat nicht angezeigt, aber der war auch nicht drin. Junge, 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 was eine Möglichkeit. Aktuell für Hertha unterwegs. Oh, gute Möglichkeiten. Schaut euch mal dieses brachiale Stück Stadion an. Unglaublich. Wenn man mal überlegt, dass eins hier ein Usain Bolt einen Rekord von 9,58 gebrochen hat. Wirklich, dieses Stadion hat so viel Geschichte. Fabian! Komm, Fabian! Schieß! Schieß! Oh! Oh mein Gott! Aber wie kannst du den daneben schießen? Alter, Alter, Alter! Oh, 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 oh.
Bier Nummer 4. 68. Minute Wechsel bei Neustadt. Filito! 67. Minute. Noch habe ich Zeit, aber ich brauche jemanden, der Bier verkauft. Jetzt in der 70. Minute einmal hoch, ich will mir noch ein fünften Bier holen. Gucken, ob ich es schaffe, kein Tor zu verpassen, während ich ein Bier hole. Schade, schade. Ein Bierstand gegen die Karte nicht. Die haben meinen Pfand mitgenommen, war nur als 2 Euro. Aber scheiß drauf, ich habe jetzt nochmal 2 Stück. Wir gehen rein ins Stadion. Ich bin wieder auf meinen Sitzplatz. Es geht weiter. 75. Minute. Ich habe noch 15 Minuten Zeit. Fabian, mach mal jetzt ein. Komm, Junge. Ball in die Mitte. Oh, Chanky, super, super. Ich bin hier auf Höchsttouren unterwegs. Geschossen hat. Schalke 2-0 gegen Pauli? Was? Wie geht das denn? Was passiert da in Schalke? Unglaublich! Als ich in Schalke war, war ich geschockt, dass Hertha unentschieden gespielt hat. Aber das hier, wow! Schalke, GG, Bro! Schussmöglichkeit, oh! Ich hoffe, der gibt eine gute Nachspielzeit. 46.000 Fans. 46.000. Also, bis jetzt war mein Rekord Schalke. Aber mal gucken, wie es morgen wird und übermorgen. Das sind Auswärtsfans. Wirklich, die stehen hier hinter ihrer Mannschaft. Geil! Lauf, Junge! Lauf! Schieß! Schieß doch! Nein! Oh mein Gott, Bruder! Ey, du hast so eine Möglichkeit! Du kannst diesen Deckel zumachen! Wirklich 10 von 10 Stimmung! Aber bei mir auch! Wir waren oft genug dabei. Wir gehen die ab!
Das ist so sexy zuzuschauen. Alter, ist das geil. Wirklich, egal ob dort oder dort, die machen brachiale Stimmung. Noch 5 Minuten für das hier. Der Riss ist raus. Also er hat wirklich ein sehr gutes Spiel gespielt, aber ein Tor wäre schon krass gewesen von Riese. Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe Leverkusen kommt hier ins Finale. Das wäre so krass. Letzte Minuten, ein Holstein-Kieler liegt auf dem Boden. Die spielen einfach weiter. Torwart von Berlin hat den Ball. Mal gucken, was der Schiri sich anguckt. Wir zoomen nah. Wir zoomen ran wie immer. Mal gucken, was er sich da anschaut. Leute, lasst ein Like da, ein Abo. Ich küsse eure Herzen. Mal gucken, was er entscheidet. Ja! Oh mein Gott! Er gibt einen Elfmeter! Holstein Kiel! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Elfmeter! Oh mein Gott! Elfmeter für Holstein Kiel! Schiedsrichter schwitzt wegen der Entscheidung. Wird der Hertha BSC über den Held? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ist das krass! Bitte ist das krass! Oh mein Gott! 2:2! Oh mein Gott! Was passiert hier? Oh mein Gott! Ist das krass! Holstein Kiel, so eine kleine Stadt. Aber
aber bitte, ich merke gar nichts davon. Echt sehr, sehr stark. Hätte mir einer gesagt, dass das Spiel so ausgeht, hätte ich gesagt, niemals. Bitte schaut euch das an. Genießt den Moment. Genießt einfach diesen Moment. Schaut euch das mal an, wie nah die sind. Was hat Holstein hier heute gemacht? Unglaublich. Unglaublich, oder? Also das muss man erstmal hinbekommen. Wenn diese Mannschaft nicht in die erste Bundesliga kommt, weiß ich auch nicht. Ja, aber schon schnell spielen. Ey, 2-2 in Berlin. Bitte. Einfach diesen Moment mit den Holsteinern. Unglaublich. Alter, ist das krass. Gänsehaut. Echt Gänsehaut. Unglaublich. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Kommt ein Ehrenplatz, safe. An der Stelle ein Abo da lassen, ein Like. Krass. Auch noch von Puma, meine Lieblingsmarke. Krass. Mittlerweile mein 7. Bier, auch wenn es nach dem Spiel ist. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch Spaß gemacht. Es war krass. Wir haben das hier von einem Fußballspieler bekommen, von Holstein Kiel. Und eins habe ich weiter abgegeben, weil ich es ihm versprochen habe. Freunde, ich bin so krass überrascht, wie dieses Spiel war. Ich wünsche euch hier aus Berlin viel, viel Spaß. Wir sehen uns in den nächsten Tagen in Amsterdam. Da sehen wir uns auf jeden Fall, denn am Sonntag bin ich in Amsterdam. Und dann, Freunde, und dann geht's ab. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Viel Spaß mit dem Vlog. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und folgt TikTok, wenn ihr ein bisschen Spaß hattet in diesem Stream. Und tut mir leid, dass ich ein bisschen mehr gesoffen habe, aber ein Kommentar hat von mir geschrieben, dass ich nicht mehr Radler trinken soll. Hier, Bruder, auf dich ist es kein Radler mehr. Ciao, ciao, viel Spaß. Einfach 2-2 gespielt. Digga, ist das krass, ich kann nicht mehr. 2-2 Bayern. Gerade erfahren, dass Bayern 2-2 gespielt hat. Ich bin so glücklich. Chat, Freunde, Kommentare. Ich bin so glücklich. Es ist nicht normal. Ich habe Freundestränen in meinen Augen. Ich bin hier gerade in der scheiß Regionalbahntoilette. Aber oh mein Gott, ich bin so glücklich. SVB für immer. SVB für immer.